Etwa 10 Kilometer östlich von Fortou, mitten in den fast menschenleeren Weiten der Corbiers, liegt das kleine Dorf Aurillac. Zu früherer Zeit ein wichtiges Bergbauzentrum in der Region. Die eindrucksvolle Burgruine thront auf einem vorgelagerten Felssporn und beherrscht von dort die Landschaft. Aufzeichnungen über die genaue Historie des Chateaus haben sich nur bruchstückhaft erhalten und archäologische Grabungen sind bis heute nicht erfolgt. Vereinzelte Betonklötze in der Landschaft zeugen heute noch von der ehemaligen Bergbautätigkeit. Vor knapp 15 Jahren wurden die Stollenanlagen gesprengt und anschließend wurden die Abschnitte mit einer Planierraupe begradigt. Auch der Bereich oben auf der Bergkuppe fiel diesen Maßnahmen zum Opfer. Geröllzone hat sich ein trichterförmiger Einsturz gebildet. Unten geht es in einer Höhle weiter. Oberhalb von mir setzt sich nach einiger Zeit ein Geröllabschnitt in Bewegung und gleitet gefährlich nah an mir vorbei. Die Ausmaße des Felsdoms, in dem es nun nach unten geht, lassen sich im Licht meiner Lampen nur schwer ausmachen. Nach einer Rechtsbiegung geht es nun bequem geradeaus weiter. Der weiterführende Stollen ist verschüttet. In gerader Verlängerung wird er 30 Meter entfernt in den steil abfallenden Hang münden. Vermutlich handelt es sich hierbei um den ursprünglichen Minenzugang. Auf linker Seite öffnet sich ein 3 Meter hoher Durchgang zu einem weiteren, diesmal völlig intakten Felsdom mit einer Grundfläche von etwa 25 mal 30 Metern und einer durchschnittlichen Höhe von etwa 15 Metern. Danach geht es im Stollen weiter. Rechts eine schematische Übersicht der unterirdischen Anlage. Nach einer leichten Linksbiegung verläuft der Tunnel wieder über eine längere Strecke geradeaus. Anschließend folgt auf rechter Seite eine Abzweigung. Okay, hier rechts geht's dann weiter. Abzweigung. Scheint aber irgendwie nach 30, 40 Metern drin zu enden. Es handelt sich um einen Blindstollen, der nach knapp 30 Metern endet. Dahinter geht es dann endlos immer weiter geradeaus. Anfang des 20. Jahrhunderts bis 1980 wurden hier über 120.000 Tonnen Bariumsulfat gefördert. Als Nebenprodukte wurden hier auch Kupfer und Blei abgebaut. Obwohl die Reserven vom Bergbauamt mit 170.000 Tonnen angegeben werden, wurden die Minen aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen. Seitlich im Stollen mehrere Holzbalken. Kiste mit Metallteilen.
Stollen, in dem ich nun geraume Zeit unterwegs bin, trifft hier auf einen Tunnel, der von der gegenüberliegenden Bergseite entgegengetrieben wurde. Deutlich ist zu erkennen, dass beide Gänge versetzt aufeinander stoßen. Vor mir am Tunnelende steht ein Sarg. Der Deckel lässt sich leicht vom Sarg abheben. Der Sarg ist leer. Erst dann fällt mir auf, dass der Deckel, den ich gerade abgehoben habe, wundersam leicht schien. Das ganze Ding scheint aus einer Polystyrolverbindung gefertigt und steht seinem Zustand nach zu urteilen deutlich länger als 10 Jahre an diesem Ort. Der Untergrund ist schlammig und ein Rohr ragt aus dem Boden. Und dann, ganz unten, ist Wasser und Erdreich in den weiteren Tunnelverlauf eingedrungen. Ein weiteres Vordringen an dieser Stelle scheint unmöglich. Ich begebe mich wieder auf den Rückweg. Im vorderen Abschnitt der Mine gelingt mir dann eine weitere Entdeckung. Ein Stollen führt steil aufwärts. Ein schmaler Sims führt an einer größeren Einbruchzone vorbei. Dahinter führt der Stollen weiter zur zweiten großen Halle und mündet dort im Deckenbereich. Mhm.